Ja Leute, wir haben schon drüber berichtet, Arne Engels kommt für 100.000 Euro zum FC Augsburg, darüber wollen wir heute sprechen. Es gibt auch noch folgendes Thema, Florian Niederlechner könnte eventuell schon ein Thema im Winter für die Hertha werden, darüber wollen wir auf jeden Fall auch sprechen. Und dann haben wir noch Sergio Córdoba, der ja jetzt auch Teil der Mannschaft werden wird im Trainingslager, er ist wieder bei uns und ja, wie wird man da weiterverfahren, darüber wollen wir auch noch sprechen. Da wer vorhin noch kurz eingeschaltet hat, wollte ich nur kurz was sagen, ich habe es sofort runtergenommen, ist jetzt für mich natürlich auch eine Arbeit. Giekewitz wurde in Verbindung mit Gladbach gebracht auf transfermarkt.de, da sind aber manchmal momentan echt so ein bisschen Trolls unterwegs, waren so eine polnische Seite, ich war mir da auch nicht ganz so sicher, wollte das aber noch mit reinpacken. An diesem Gerücht scheint nichts dran zu sein, das wollte ich jetzt gleich mal nochmal klarstellen, deswegen habe ich es gleich mal runtergenommen, weil ich ja mittlerweile schon eine Reichweite habe. Keine Ahnung, wie gesagt, wie das immer dazu kommt, dass transfermarkt.de da so Probleme hat mit diesen Gerüchten. Da muss man wirklich mittlerweile sehr gut aufpassen. Ja, auf jeden Fall ist da nichts dran. Das Thema scheint vom Tisch zu sein. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ach, Arne Engels, unser erster Spieler, der kommt. Da möchte ich hier auch erstmal Stefan Reuter zitieren. Arne Engels ist ein hochveranlagter Mittelfeldspieler, der sowohl in der Offensive als auch im Spiel gegen den Ball seine Qualität hat. Er ist ein sehr ehrgeiziger Typ, der sich weiterentwickeln möchte und sich bewusst für den FCA entschieden hat, um hier den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen. Dafür wollen wir ihm die nötige Zeit geben und ihn an die Bundesliga heranzuführen, weil wir von seinen Fähigkeiten absolut überzeugt sind, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FC Augsburgs. Ja, was sagt Arne Engels selber? Lese ich euch auch nochmal vor. Ich bin sehr glücklich über den Wechsel nach Augsburg. Der FCA ist ein gestandener Bundesligist und bietet mir die Option, optimale Bedingungen, damit ich mich persönlich weiterentwickeln kann. Dass ich jetzt gleich ins Trainingslager nach Spanien fahren kann, wird mir sicher helfen, um meine neuen Mannschaftskollegen schnell kennenzulernen und das Spielsystem zu verinnerlichen, sagt Arne Engels, der zukünftig mit der 27 auflaufen wird. Der Vertrag geht auch bis 2027, also wir haben jemanden für die Perspektive gekauft. Wie gesagt, für alle Leute, die es gesehen haben, ich sag's nochmal, Enno Maaßen wird ihn jetzt im Trainingslager angucken und dann entscheiden, ob er ihn in die Rückrunde mitnimmt, in den A-Kader oder ob er ihn verleihen wird. Also man wird da definitiv schauen, wie man verfahrt. Dass er in die Regionalliga-Mannschaft geht, das kann ich mir, also unsere FCA-2-Mannschaft, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür hat er dann, hält man auch zu viel von ihm. Da wird man ihn eher in so eine Mittelliga dann schicken. Wie gesagt, vielleicht reicht es auch für die Erste. Er hat schon geile Ansätze gezeigt in diesen Videos, wo ich gesehen habe, eine sehr geile Flanken, hat einen sehr geilen Fuß, schlägt die Bälle sehr scharf rein, also hat Potenzial, aber um ihn wirklich final zu bewerten, habe ich zu wenig gesehen. Wir werden sehen, wie sich da Enno Maaßen selber entscheidet. Genau. Ja, und zwar geht es um Florian Niederlechner. Hier ist natürlich der Transfer jetzt fix, hat uns gestern alle geschockt. Na, ich habe die Blitzinfo fix reingehauen. Ihr wisst alle, Flo ist für mich so ein Lieblingsspieler, weil ich einfach seinen Charakter enorm schätze. Letzten Endes wird er auch nicht jünger. Es tut weh, so eine Identifikationsfigur, die so gut in unsere Region passt, zu verlieren, ohne Wenn und Aber. Es ist halt schwierig. Ich denke mal, es lag daran, dass Flo zeitnah eine Entscheidung wollte. Jetzt im Januar hat er auch so selber gesagt, bis Januar möchte er Klarheit haben über seine Zukunft. Ich glaube, dass der FCA da noch ein bisschen warten wollte, sich nicht unter Druck setzen wollte. Wir kennen das ja, dass wir sehr gerne Gespräche immer weiter nach hinten schieben und letzten Endes Flo dann gesagt hat, ja gut, dann nicht, dann unterschreibe ich eben bei der Hertha. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Flo seine Leistung irgendwie das beeinträchtigen wird. Jetzt kommt das große Aber. Es kann durchaus sein, dass er auch schon im Winter geht. Wenn die Hertha wirklich ernst macht und hier wirklich Geld hinlegt, kann es wirklich passieren, dass Florian Niederlechner schon bereits im Winter noch wechselt. Es ist tatsächlich eher unwahrscheinlich, dieses Szenario, aber nicht unmöglich. Die Hertha hat sich jetzt schon mal einigen können. Jetzt kann der FCA auch mit der Hertha sprechen. Leute, wollt ihr ihn schon im Winter? Na, dann müsst ihr halt eine Ablöse hinballern. Lohnt es sich für den FCA? Jetzt kommt das große Abwägen. Also das Transferfenster kommt jetzt auf jeden Fall auch beim FCA ins Rollen. Musste er auch, denn die Konkurrenz liegt nach, Hertha liegt nach. Auch bei Hertha kann dieser Fabian Riese schon im Winter kommen. Aktuell haben sie ihn auch schon für Sommer fix. Jetzt wird mit Kiel schon gesprochen, ob er eventuell im Winter schon kommt. Ja, weil die Teams eventuell auch Ablöse wollen. Selke ist bei Köln. Also alle Teams handeln da unten. Sie wissen, dass was getan werden muss. Bochum handelt in der Abwehr mit Schlotterbeck, Kevin. Also wir müssen in meinen Augen nach wie vor was tun. Es kann gut sein, dass hier noch einiges an Dynamik reinkommt und auch eventuell, dass leider Gottes ein Niederlechner noch nach Berlin geht. Ich halte es dementsprechend eher für unwahrscheinlich.
Weil wir die Hertha halt so irgendwie verstärken würden. Und Stand jetzt spielt die Hertha auch um den Klassenerhalt, wie wir. Es kann richtig enden für beide Teams. Das wäre so ein Ding, Flo da abzugeben. Ich glaube, für uns sehr, sehr schwierig, das ja, zu machen, ne? Das moralisch hinzukriegen, den Flo nach Berlin zu lassen im Winter. Also daher glaube ich nach wie vor, er wird bis zum Sommer bei uns bleiben. Aber es ist auch kein Szenario, wo wir ausschließen können. Definitiv nicht. Also es wird jetzt Dynamik reinkommen. Wie gesagt, bis zum 31. Januar ist das Fenster jetzt geöffnet. Es gehen richtig Verhandlungen los. Man sieht es richtig, Gerüchte gehen los. Es wird sich jetzt so viel tun die nächsten Tage. Und ich halte euch hier natürlich immer auf die Laufenden, auf den Laufenden. Und wir haben noch Sergio Córdoba. Sergio Córdoba steigt jetzt auch wieder mit ein. Er fährt auch mit ins Trainingslager. Auch hier wird sich Enno Maaßen ein Blick, er wird ihn beobachten. Ne? Er wird Sergio beobachten. Passt das? Kann er uns irgendwie helfen? Aktuell gibt es wirklich keine Angebote für ihn. Ne? Es ist kein Angebot da. Der FCA wollte er abgeben. Jetzt ist er vor Ort. Jetzt schaut man sich das vielleicht mal an. Wer weiß, vielleicht sagt er nur am Ende, er kann doch helfen. Keine Ahnung. I don't know. Ich kann das nicht beurteilen. In Amerika habe ich ihn nicht so gut beobachtet. Wie gesagt, er hat seine Scorer dort gehabt. Und Córdobas Wunsch scheint ursprünglich zu sein, wieder zurück in die USA zu gehen. Er hat sich scheinbar dort in der Liga wohlgefühlt, in der Region. Und er könnte sich halt gut vorstellen, wieder in die USA zu wechseln. Aber Stand jetzt gibt es noch kein Angebot. Aber wie gesagt, das Fenster ist noch jung. Gerade mal 3 Tage, heute ist der 3. bis zum 31. wird es ja noch richtig rund gehen. Wie gesagt, in meinen Augen, ich würde nach wie vor, unabhängig ob Engels bleibt, 100.000 Euro, guter Transfer, passt perspektivisch. Keine Ahnung, ob er uns sofort helfen kann. Das muss Enno jetzt bewerten. Vielleicht leiden ihn auch direkt wieder weiter aus. Ne? Das wird man dann sehen. Würde ich noch einen Spieler holen wollen für die Offensive, einen für schnellen für Flügel oder einen Zehner? Immer noch. Außer man sagt, der Engels ist top, dann würde ich noch einen Zehner holen, so einen kreativen Spieler, der uns vorne noch, ja, Ideen bringt, Spielideen, Lücken reißt, ne? Einfach diesen entscheidenden Ball auch mal spielt. Aber wir werden sehen. Also bleiben wir mal geduldig, es geht zumindest los. Ja, abschließend bleibt zu sagen, Giekiewicz, Thema bei Gladbach. Ich halte es auch eher für unwahrscheinlich. Niederlechner-Wechsel im Winter halte ich auch eher für unwahrscheinlich. Engels ist da für 100.000. Das freut mich sehr. Mal schauen, ob wir ihn verleihen oder er wirklich dann schon Teil der ersten Mannschaft sein wird und uns in der Rückrunde helfen kann. Enno Maaßen wird das beurteilen. Und Córdoba, genau dasselbe. Aktuell kein Interessenten, könnte sich einen Wechsel nach Amerika vorstellen. Wird es passieren oder nicht? Wir werden sehen. Leute, ich brenne auf den Monat Fußball, endlich wieder FCA-Fußball ab dieser Woche live auch auf den Kanal. Es wird herausragend. Ich halte euch bei allen Gerüchten so schnell, wie ich kann, auf dem Laufenden. Es geht nicht immer blitzschnell, aber wenn es dann nicht blitzschnell kommt, dann kommt es gebündelt, wie jetzt. Und ein Daumen nach oben würde mich sehr freuen, wenn es euch wieder gefallen hat und ihr euch auf die Rückrunde freut und unbedingt eure Kommentare, vor allem zum Thema. Ich glaube, das wird eine richtig spannende Nummer. Ciao, ciao.